der Stadionvlog zum Spiel BSC Eibel gegen den FC Basel. Mit dabei ist der Florian. Ich darf anfangen mit deinem Tipp. Wenn wir alle gefragt ist, wird es heute zweistellig? Also nein, ich hoffe das einfach nicht. Ich hoffe auf ein sehr gutes Spiel. Ich glaube, man kann jetzt schon sagen, leistungstechnisch sind wir in zwei verschiedenen Orten. Erster Platz gegen elfter Platz, also eigentlich fast der erste gegen den letzten, kann man sagen. Deswegen glaube ich, sind wir da daheim ja, schon den Gast geben mit 3 zu 1. Mal. Es gibt das 3 zu 1. Wenn ihr es auf Instagram seht, ist es 2 zu 0. Wenn ihr heute hier noch angetaunt habt, wenn ihr wisst, ob der Eibeschal besser ist, in dem Blog Megazin, ob der Basischal besser ist, wisst ihr gerade neben dem Gästeblog. Ja, es ist schon krass. Ich muss nur sagen, es sind wirklich etwa 4000. Es ist alles voll. Ja, es ist krass gefühlt. Mhm. Also, und wir haben vorhin schon die Stimmung überlebt. Wir mussten 10 Minuten warten, bis wir hier aufnehmen können, weil man es nicht gehört hat. Also, ja, es ist selten jetzt so eine. In so nach wie so eine gute Art und Welt spielt. Und ich bin gespannt und ich hoffe, dass es auch um ein Spiel, das sich so zeigt. Ja. Ich habe alle gefragt, wie kann man IB stoppen? Und der einzige Weg, den ich stoppen kann, ist, von Flüger bauen. Flüger angibt, den Flüger vorschießen und damit IB stoppen. Das ist die einzige Weg, den IB stoppen. Schau, ob es da klappt. Flüger hat hier gut dabei. Jetzt passt es ab, dass wir uns antanen. Wir müssen heute einpassen, weil Basel, IB, Basel, IB, Basel, IB. Geht es weiter drei, von dem her muss so passen. Genau. Ist die Matchprognose durch den Matchflüger. Je weiter dass der Flüger fliegt, je mehr Goal gibt es in dem Spiel. Und es gibt, sogenannt 2-0. Dass man ruhig ist da drin. Nein, also finde ich mir gerne zu spielen. Das ist ein Patzer von IB. Und der ist schön gemacht. Jetzt muss er eine Maske, er kann es nicht alleine machen. Er macht es aber allein. Er macht es allein.
ja gleich, und es gibt doch keine Meter. Aktion von FC Basel. Der schlägt sich knapp am Goal vorbei. Das ist durch Wankdorf, das ist ein Wankdorf. Das ist ein Wankdorf. Das ist ein Wankdorf. Stand jetzt 3-1 führt, was schon jetzt letzte ist auf der Tabelle. Die Fans da sind immer noch am Anführen, das ist schon krass. Und ja, da ist passiert. Was ist hier gerade letzte Platz, das ist immer noch ein. Das ist eine Tabelle. Mit Spielzeit 10 und 5 Punkte. Jetzt der Weg, da hat ein Töpfchen in der Hand. Hier sieht absolut geil. Ja, jetzt macht ihn nach oben links, würde ich sagen. So Leute, das Spiel ist jetzt vorbei. Was ist das Spiel? 3-0. Jetzt führt es mit näher wie ich, mit 2-0. Nein, ist beide gleich noch eigentlich. Entweder Goal, mir ist ein Goal zu viel gekauft worden. Ja, schönes Fazit für dich. Genau, also Stimmung top. Auf dem Feld hätte es ein bisschen mehr Emotionen können sein, ein bisschen mehr
noch ein bisschen mehr Power und so. Hat jetzt einfach ein bisschen gefällt, aber man merkt, es ist nicht mehr so genau das Gleiche. Also, es ist kein gleiches Gesetzesspiel. Es hat sich manchmal gestimmt, aber ganz klar, ich bin schon auf viele Fußgänger. Deswegen eigentlich auch mehr als verdienter Sieg. Und so weiter, sag ich von Bern, die ich noch einmal hin. H. Punkt, Punkt, Punkt. Dann nehmen wir es mal an, dann reicht doch. Ist egal. Die Gründe sind verdient, 3-0. Das Zürich ist nicht wenig höchisch. Ist dahingestellt. Basel hat sicher zu wenig gemacht. Irgendwie was versucht, aber sie sind die rausgesprungen für Basel. Die hat die Mühe los können, dann 3 Goal schießen. Ich sag mal, alles gut mit 3-0. Ganz anders, wie man es zulegen. Like da, das Abo da. Das ist mal zulegen, das nächste Mal. Tschüss.